Wir haben heute den neuen 911 Carrera GTS hier als Heckantriebsvariante und als Hinterradantriebsvariante, muss man korrekterweise sagen. Und als Cabriolet, wie man hier sieht, mit Sportabgasanlage, vielen Turbokomponenten und natürlich auch einem schicken und sehr digitalen Interieur. Und genau darum geht's heute, nämlich der Fahrbericht, der ist ja auch schon verlinkt und fertig. Wir schauen uns heute aber diese beiden Systeme hier an. Erstmal das Multimedia-System, Infotainment-System hier in der Mitte. Das hat nämlich ein Update bekommen. Das ist das neue PCM, Porsche Communication Management. Und wir können natürlich auch hier mit den beiden Systemen hinter dem Lenkrad, also das digitale Cockpit, auch da kann man eine Menge abrufen. Und das gehen wir jetzt mal detailliert durch. Man sieht hier auf jeden Fall zentraler Drehzahlmesser. Der ist in Kreide ausgeführt. Das heißt, wir haben hier eine Porsche-Exklusiv-Manufaktur-Option. Das ist ganz nett. Erinnert auch ein bisschen an vorherige Modelle. Und klar, man kann hier mit Hilfe des Multifunktionslenkrads, ist ja das Sportlenkrad, aber trotzdem Multifunktion, kann man hier durchswitchen durch die verschiedenen Menüs. Ich hatte ja schon angemerkt, wenn man hier jetzt auf der Kamera sieht man das nicht, aber wenn man hier davor sitzt und ziemlich nah am Lenkrad, aber auch so in der Position hier, dann sieht man die beiden äußeren Displays nicht auf einen Blick. Das heißt, man muss immer nach vorne und hier durchgucken, um hier die Uhrzeit und die Gradzahl zu ersehen. Klar, keine wichtigen Informationen, aber trotzdem, das hier ist nicht ganz unwichtig. Restreichweite und Tankvolumen. Und auch da muss man immer mit ein bisschen den Kopf verschieben, dass man diese Systeme sieht, weil sonst werden sie verdeckt vom Lenkradkranz. Wie auch immer, ich gehe jetzt mal hier auf diese Knöpfe hier, auf dieses Rädchen hier, und dann kann man hier durchswitchen und kann die verschiedenen Einstellungen hier abrufen. GeForce-Messer, dann Reifendruck-Kontrollanzeige, dann den Schaltassistent haben wir, die Performance-Leistung, bei welcher Drehzahl man die beste Leistung oder die höchste Leistung hat. Und dann sind wir in den verschiedenen Fahrmodi. Die Fahrmodi lassen sich ja hier rüber bedienen. Da sind wir im Sportmodus, da ist dann unter anderem die Klappe offen und auch die Kennlinie, Gaspedal-Kennlinie ist eine andere. Und man kann jetzt hier auch weiter switchen und zu einer reduzierten Anzeige dann. Wenn ich hier drücke, dann kommt man tatsächlich zu einer reduzierten Anzeige. Das ist gerade, ja, wenn man nicht mehr wissen will oder wenn man auf Rundstrecken unterwegs ist und wirklich die Informationen sehr reduziert haben will, dann hat man diese reduzierte Anzeige. Finde ich cool. Gerade die wichtigsten Faktoren, die wichtigsten Eigenschaftswerte sind dann hier nochmal drauf. Zurück geht's auf den Button hier zurück und dann geht's ganz normal wieder hier in diese Anzeige mit Temperatur und den ganzen Fahrzeugsachen. Wenn ich jetzt hier die verschiedenen Einstellungen noch aufrufen möchte und hier noch verschiedene Einstellungen machen möchte in diesen verschiedenen Menüs, dann kann ich immer in einem Menü hier nochmal drauf drücken und dann kann man hier nochmal in das Untermenü bzw. Einstellungsmenü gehen, dass man hier nochmal direkt Druckabweichung, zum Beispiel jetzt in dem Menü, dass man hier nochmal spezielle Sachen einstellen kann und hervorrufen kann. Genau, das war das System hier. Wir haben hier die Möglichkeit, natürlich auch von rechts, von dem rechten System auf das linke System zu switchen. Alles hier mit diesem Rollknopf hier. Aber man kann hier zwischen links und rechts, wie das Symbol hier auch schon zeigt, zwischen links und rechts switchen. Jetzt sind wir auf dem linken, genau, das habe ich mal gedrückt. Und jetzt kann man hier auch noch durchswitchen. Kann den anderen Zeiger machen, kann Tempolimit, kann die Navigationshinweise und kann den Zeiger wieder. Also das ist ganz cool, dass man hier dann nochmal durchswitchen kann. Wenn ich jetzt hier drauf drücke nochmal, dann passiert nichts. Das heißt, man kann hier dann nicht nochmal was ändern. Ich kann nun jetzt wieder auf den anderen hin switchen. Das ist also eine sehr, sehr schöne Funktionalität. Und ich finde es ja immer wieder beeindruckend, wie Porsche es schafft, trotz Analogie, die der Drehzahlmesser in der Mitte bietet, trotz hier sehr viel Hightech reinzubringen und trotzdem noch dieses historisch-geschichtsträchtige, legendäre in die Mitte fokussiert als analoges Instrument zu bringen. Switchen wir nach rechts drüben. Wir haben hier, hat jetzt hiermit nichts zu tun, aber wir haben hier tatsächlich das verkürzte Schaltgetriebe, 7-Gang
fährt sich richtig cool, ist halt einfach ein absolutes Enthusiastenauto damit. Und der Charakter des Autos verändert sich dadurch sehr stark. Fahrbericht dazu, wie gesagt, ist verlinkt und unten auch nochmal in der Box. So, hier oben. Da haben wir jetzt hier unten erst nochmal die Klimabedienteile hier unten. Wenn ich hier erweiterte Einstellungen haben will, dann kann ich hier auf Automatik klicken und kann hier auch die Temperaturanzeigen anmachen. Aber wir haben natürlich nochmal ein separates Klimamenü. Kann man hier nochmal reingehen und spezielle Dinge anstellen. Zum Beispiel, klar, wie die Lüftungen gesteuert werden sollen, Klimaanlage aus, an, wie auch immer. Und hier kann man dann nochmal auf sanft, stark, mittel. Das kennen wir ja vom Konzern, diese verschiedenen Einstellungen, die man hier noch vornehmen kann. Was ich aber eigentlich zeigen wollte, ist diese Menükachel hier, also dieses Hauptmenü, wo die ganzen Icons hier angezeigt sind. Jetzt kann ich auf eins draufgehen und dann kann ich es umsortieren. Und dann kann ich das nehmen und an eine andere Stelle. So, genau wie beim iPhone. Das ist jetzt ganz neu. Das konnte der VW Golf, also der Golf 8, schon vor anderthalb Jahren oder ja, mehr schlecht als recht. Das kann jetzt aber auch der Porsche. Ein ausgereiftes System. Klar, sollte man nicht sofort einführen. So war Porsche immer. Deswegen hat sich Porsche erstmal dagegen entschieden, das einzuführen. Aber jetzt funktioniert es sehr, sehr gut. Jetzt kann ich das so übernehmen und jetzt kann ich hier die verschiedenen Menüs einfach anwählen. Das Auto ist auch online. Das sieht man auch hier unten. Da kann ich zum Beispiel auch Wetter anwählen. Wetter wird geladen. Daten werden geladen. Genau, Stuttgart, 17 Grad. Das ist sehr gut gemacht. Das ist auch sehr einfach gemacht. Auch zum Beispiel Apps und per Apple CarPlay Sachen hier zu connecten. Auch die zum Beispiel die Porsche Track Precision App, die man hier nochmal koppeln kann, die ist hier echt leicht zu inkludieren. Genau, und dann haben wir auch hier solche Schnelltasten. Kann man hier auch Schnelltasten hinsetzen. Hier ist jetzt zum Beispiel auch Fahrzeugsachen, ob die Sportabgasanlage an oder aus sein sollen. So, das wird alles jetzt zentral über dieses System gesteuert. Assistenzsysteme an, aus und auch der Bordcomputer und auch die ganzen Komforteinstellungen, die kann man hier rüber machen. Ja, und das System tatsächlich ist sehr gut, hat auch Google-Suche. Wenn ich jetzt hier ein Ziel suchen will, gehe ich hier oben auf Google. Das hatte das PCM natürlich ohne Update oder das davor auch. Aber hier ist es natürlich nochmal alles integriert, auch in einer anderen Optik. Habe ich gestern schon versucht. Der Audi hat es gefunden. Der Porsche hier irgendwie mit Google hat er noch nicht so gefunden. Ah doch, jetzt hat er gefunden. Automativ, wenn ich das eingebe, kam hier gerade schon, kann ich hier zum Magazin zurückführen. Und dann kann ich drauf tippen und schon wird es berechnet. Und was jetzt auch toll ist, ist, er reagiert auf Sprachbefehle und zwar mit nicht mit Hallo Porsche, so wie Hallo Volkswagen, sondern das heißt jetzt Hey Porsche, Zielführung abbrechen. Stoppe die Zielführung. Also das versteht er auch sehr gut, geht auch alles sehr schnell und man kann ihn, wie gesagt, mit der sehr coolen Anrede Hey Porsche, kann man ihn anreden, ansprechen und dann reagiert er auch sehr gut. Also das Auto ist wirklich durchdacht, nicht nur fahrdynamisch, sondern auch hier im Interieur, im Cockpit. Das ist wirklich cool gemacht. Man fühlt sich zu Hause. Es ist nicht zu viel Digitalisierung. Man muss sich hier kurz, klar, wenn man das noch nicht kennt und nicht weiß so richtig, muss man sich hier ein bisschen eingewöhnen. Aber wenn man das alles mal raus hat, vor allem mit den Tasten hier, so viele Möglichkeiten gibt es ja nicht. Und dann auch mit dem System hier, was nochmal deutlich vereinfacht wurde gegenüber dem Vorgängersystem, dann kann man hiermit richtig viel Spaß haben. Ja, und jetzt würde ich sagen, steigen wir aus und das Auto nochmal von vorne an. Und ich sage Ihnen, Sie können hier gerne abonnieren, den Kanal. Das würde uns natürlich sehr, sehr freuen. Und damit wir uns klar beim nächsten Mal wieder sehen können, ist es natürlich eine schöne Sache, wenn Sie auch unsere Social Media Kanäle abonnieren, damit wir uns darüber nochmal austauschen können. Mein Name ist Benjamin, wir sind das Magazin automativ.de. Wäre schön, wenn wir uns auch beim nächsten Video wiedersehen könnten.